Nafplio an der griechischen Ägäisküste. Hierhin, an den Rand der malerischen Hafenstadt, sind Karin und Walter vor einem halben Jahr gezogen. Doch nun hat die Corona-Krise Griechenland komplett lahmgelegt. Ausnahmezustand statt entspanntem Leben unter griechischer Sonne. Selbst Spaziergänge sind nur noch mit schriftlicher Genehmigung erlaubt. Hellas für immer. Gilt das Motto noch? Ich lasse mich mal überraschen. Ach ja, ich hoffe mal, dass es jetzt alles nicht so schlimm ausgeht. Ende April. In Griechenland gelten strenge Reisebeschränkungen. Darum ist es schwierig, zu den beiden zu fahren. Unser deutsches Kamerateam kann nicht einreisen. Und auch die Kollegen aus Thessaloniki brauchen für die Anreise eine Sondergenehmigung. Eigentlich dürfen nicht mehr als zwei Leute in einem Auto sitzen. Nur im Minibus, mit viel Abstand zwischen den Reihen, darf unser Dreimann-Team auf die Reise. Polizeikontrollen sind allgegenwärtig. Griechenland hatte als eines der ersten Länder Ende März eine strikte Ausgangssperre erlassen. Denn alle wissen, wenn es einen großen Corona-Ausbruch geben sollte, würde das marode Gesundheitssystem endgültig zusammenbrechen. Unsere Fahrt in den Süden hat etwas Gespenstisches. Ganz Griechenland ist wie leergefegt. Es ist eine Tagesreise bis zum Haus von Karin und Walter. Vor einem halben Jahr haben wir die beiden beim Umzug begleitet. Jetzt wollen wir wissen, wie sie durch die Corona-Krise kommen. Hallo. Hallo. Na, da sind wir wieder. Grüß dich. Na, wie geht's euch? Gut, gut. So machen wir das jetzt heutzutage, ne? Walter? Danke der Nachfrage, uns geht's auch schlecht. Auch schlecht, ja? So, sagst du schon was? Ich habe euch was mitgebracht aus Thessaloniki. Ihr hattet ja gesagt, dass ihr keine Masken hier findet mehr, ja, ne? Ja. Und ich habe. Ja? Wir haben hier versucht, was zu bekommen, keine Chance. Die verlangen anscheinend, wenn sie noch haben, wie die Elke, eine Bekannte von uns, gesagt hat, 40 Euro für so eine Maske. Für eine normale Stoffmaske? Ja. Oder für so eine... Das kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe die gefunden in Thessaloniki noch. Das hat die Mutter vom Theophilos, von unserem Kameramann gemacht. Ah, schön. Gut. Anfang März. Seitdem ist praktisch hier auch bei uns schon Ende der Durchsage. Da ist nichts mehr mit... lustig sein und Friede, Freude, Eierkuchen. Oder mal essen gehen. Geht alles nicht mehr, ja. Das ist schon schade, ne? Ja. Wir sind ja da gerade bei Irea, da am Hafen, an dem ganz kleinen Hafen, ne? Sind wir ja jeden zweiten, ja, kann man schon sagen, jeden zweiten Tag oder so, jeden dritten Tag zum Essen gegangen, ne? Das ist... Die hat ja immer für uns gekocht, die Frau. Es fehlt uns. Ein bisschen Stück... Oder ein kleines Stück Griechenland fehlt uns. Die Tavernen, die Café Neons, in die wir nicht mehr gehen können, weil die alle geschlossen sind. Ja. Aber ansonsten ist hier tote Hose. Da läuft nichts, nur die Nase. Okay. Eigentlich sind wir ja ganz gerne für uns alleine, sagen Karin und Walter. Aber wochenlange Isolation im Häuschen im Orangenhain, das ist dann doch nicht ganz das Wahre. Kein Kontakt mehr zu den Nachbarn. Und Verwandte aus Deutschland dürfen zurzeit auch nicht kommen. Mal gucken, was an Pampelmusen da ist. Ja, ich weiß ja wo, oben. Du willst ja immer nur die Dicken. Ja. Ich will mal Angst wegen dem Elektrokabel da. Na, dann pass auf. Hey. Du musst aufpassen, du sollst die Leiter halten. Immerhin. Die Versorgung mit Vitaminen ist sichergestellt. Orangen und Pampelmusen gibt's im Überfluss. Alles Weitere müssen sie in der Stadt einkaufen. Selbst das ist nur mit einem Ausgangspapier erlaubt, in dem man genau begründen muss, wer wie lange, zu welchem Zweck das Haus verlässt. Also ich schreibe jetzt mehrmal unseren Zettel, den wir heute benutzen müssen, wenn uns die Polizei anhält. Also ich schreibe jetzt mal in Englisch, weil Griechisch schreiben ist für mich nicht normal.
Und ich unterschreibe schon mal hier. Und Karin, du musst auch noch unterschreiben, bitte. Die Dinge gibt es also auch im Internet, diese Formulare. Aber ich habe keinen Drucker, deswegen muss ich es immer mit der Hand schreiben. Aber musstest du jetzt nicht für den Hund extra einen Zettel schreiben? Ja, ich habe jetzt erstmal so gemacht. 600 Kilometer weiter nördlich in Katarini. Hier hat sich Iris aus Karlsruhe inzwischen eingelebt. Allerdings hat sie seit Wochen kaum Kontakt zu Menschen. Nur die Hunde sind ihr in der Corona-Krise geblieben. Iris ist trotz einer Krebserkrankung ausgewandert. Eigentlich wollte sie vor 2 Monaten nach Deutschland und sich dort an der Schilddrüse operieren lassen. Doch nun sitzt auch Iris zu Hause fest. Ich wäre ja normalerweise jetzt in Deutschland. Ich wäre operiert worden im März. Ich kam nicht mehr raus aus dem Land. Ich musste meine OP absagen. Ich habe im Moment meine Medikamente nicht, die ich brauche. Also ich habe sehr große Einschränkungen dadurch, ja. Die einzige Abwechslung zurzeit? Einmal die Woche einkaufen in der nahen Stadt. Per SMS hat sich Iris die Genehmigung bei den lokalen Behörden eingeholt, das Haus zu verlassen. Iris ist Stammkundin in einem kleinen Bioladen. Den betreibt ein griechisches Ehepaar, das lange in Stuttgart gelebt hat. Wie geht's? Ja, gut, und euch? Ja, auch gut, ja. Den Umständen entsprechend, ja. Genau, den Umständen entsprechend, ja. Aber okay. Mein Kurkuma ist da. Dein Kurkuma ist leider nicht gekommen. Ist immer noch nicht gekommen. Oh. Das sind außerordentliche Zeiten. Da muss man auch mal auf Kurkuma warten. Muss man auch. Genau. Ich kann dir ein bisschen was von mir geben und wenn es kommt, dann... Ja, dann gib mir ein bisschen was, weil jetzt... Ja. Also ich habe noch wir eins, halten zusammen. Aber wir halten zusammen. Wir müssen zusammen. Wir müssen zusammen. Ja, halten, wir müssen. Das ist der Ehe. Dankeschön. Was kriegst du dafür? Gar nichts. Ist okay. Dankeschön. Die Ausgangssperre gilt in Griechenland jetzt schon seit fast 2 Monaten. Ein Geduldstest für alle. Ich hoffe, dass es bald vorbei ist. Und es macht mich halt ja so ein bisschen traurig und vielleicht auch so ein bisschen einsam, weil man keine Menschen treffen darf, also nicht Freunde besuchen, nicht mit Freunden zusammen weggehen. Keine Perspektive, weil man ja auch nicht weiß, wie es weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten und was noch auf uns zukommt und wie wir noch eingeschränkt werden. Also es ist kein schönes Gefühl. Unterkriegen lassen will sich Iris aber nicht. Sie versucht auf ihre Gesundheit zu achten, ernährt sich gesund, bewegt sich viel. Und bereut, sagt sie, habe ich den Umzug nach Griechenland nicht. Es sei trotz allem die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen. Auch Karin und Walter versuchen, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. Sie seien ja nicht ausgewandert, um sich den Lebensabend durch ein Virus verhageln zu lassen, sagt Walter. Ausflüge in die Umgebung sind eigentlich verboten. Aber die beiden haben ein kleines Schlupfloch in den staatlichen Regeln gefunden. Die halbstündige Fahrt zu ihrem Lieblingskäsehändler in ein kleines Dorf ist als Lebensmittelbeschaffung erlaubt. Wenigstens ein bisschen Kontakt zu den Griechen. Jetzt gucken wir mal nach Käse. Mhm. Und Feta. Und was er sonst noch hat. Kalimera. Yassa. We want to taste. Ah, du willst auch... Und Feta wollte Feta. Ich mitnehmen. Mhm. Oh, der ist gut. Der ist nicht so Karin und Walter kommen regelmäßig in den kleinen Laden. Richtig gut. Und sie haben Eindruck hinterlassen. Sehr gut. Die beiden sind nett. Wir freuen uns, dass sie in unser Dorf kommen und nicht nur in Nafplio einkaufen. Die können gern auch hier bei uns leben. Die beiden sind sehr höflich und fast schon so geworden wie wir. Sie haben schon viel von unserer Lebensweise angenommen.
Machst du keine Ermischkeitsstumme? Wie heißt das? Karin und Walter sind also schon fast zwei waschechte Griechen. Heimweh nach Deutschland ist bislang nicht aufgekommen. Auch wenn es wegen Corona mit dem Ankommen im griechischen Alltag gerade etwas klemmt. Das nahegelegene Nafplio, eine der schönsten Städte Griechenlands, hat die Corona-Krise voll erwischt. Wo sonst im Frühling tausende Touristen flanieren, ist völliger Stillstand. Und keiner weiß, wann das normale Leben zurückkehrt. Gerade hatte Griechenland die Finanz- und Wirtschaftskrise zumindest halbwegs überstanden. Jetzt droht der Ausfall der kompletten Touristensaison, das Land erneut schwer zurückzuwerfen. Wir treffen Maria aus Freiburg, die hier seit Jahren einen Schmuckladen betreibt, der wegen Corona seit Wochen geschlossen ist. Ja, wie ist das? Wie wirkt sich das auf die Stadt aus hier, auf die Menschen? Schlimm. Die sind depressiv, viele werden kaputt gehen. Wir sind sowieso schon seit über 10 Jahren durch die Krise, können wir eigentlich nur vom Hand in den Mund leben. Und jetzt, es wird uns, das Einzige, was sie uns machen, sie sagen, wir können die Steuer, die Mehrwertsteuer, können wir erst im September bezahlen. Ja, das nutzt uns nichts, wenn wir gar keine Kunden haben. Genauso mit den Mieten, keine Erleichterung, gibt nichts. Und Zuschüsse vom Staat, dass man was zu essen hat, gibt's schon gar nicht. Was die mit den EU-Geldern jetzt machen, wo sie Kredite bekommen können, die holen sich bestimmt Kredite. Keine Ahnung. Karin und Walter müssen sich zumindest keine finanziellen Sorgen machen. Die deutsche Rente ist ihnen sicher. Und zur Not auch die deutsche Krankenversicherung. Ein bisschen Angst schwingt in der Corona-Krise aber trotzdem immer mit. Überhaupt nicht. Was in Deutschland abgeht, interessiert mich eigentlich wenig. Ich bin hier im Moment. Und da muss man gucken, was passiert hier mit uns. Ne? Wie lange dauert das hier an? Ist das länger? Ja gut, da müssen wir eben durch, so wie an ja, alle anderen auch. Ne? Aber ja klar, müssen wir das schon ein bisschen durch. Komisches Gefühl, der Gedanke einfach, dass man, wenn man jetzt möchte, nicht einfach von hier abreisen kann. Du kannst ja nicht. Solange wir da die Grenzen noch geschlossen sind, egal wo, wie? Über Land und die Fähre nicht gehen, wird das doch für uns kompliziert, wenn wie? Überhaupt. Ne? Ja. So ist das halt, ne? Da kann man nichts machen, da müssen wir geduldig sein. In ihrem Haus im Orangenhain warten Karin und Walter auf das angekündigte Ende der Ausgangssperre. Und sie hoffen, dass zumindest im Hochsommer doch noch Besuch aus Deutschland einreisen darf. Bis dahin heißt es, zu zweit durchhalten und hoffen, dass gesundheitlich alles stabil bleibt. Denn sie wissen, sollte einer von ihnen erkranken, müssten sie in ein griechisches Krankenhaus. Und die sind chronisch unterfinanziert und schlecht ausgestattet. Kommen dann in diesen Momenten auch Gedanken, dass das vielleicht nicht der richtige Weg war, hier nach Griechenland zu gehen? Dass sie jetzt vielleicht lieber in Deutschland wären? Also für mich stellt sich die Frage nicht. Ich bin hier und fühle mich wohl nach wie vor und bereue nichts. Wir wissen nicht, was wäre, wenn wir uns nicht wohlfühlen würden. Wenn wir uns krank fühlen würden, dann wäre das vielleicht was anderes. Also, aber ich lasse die Dinge auf. Die Freunde haben schon gefragt, wenn sie was hören, ne, und eine Wohnung finden und so weiter, ob wir nicht dann nach Deutschland kommen würden oder so. Ne? Macht man sich da Sorgen auch um Sie in Deutschland? Ja, klar. Ja, ich gehe mal davon aus. Mhm. Wir haben ja nicht 74 bzw. 75 Jahre umsonst gelebt. Also sollen sich schon einige Leute für uns interessieren. Ja. Und sich auch vielleicht ein paar Sorgen machen. Ein vertrautes Bild. Das war genau vor einem Jahr. Corona hat den Alltag unserer Griechenland-Auswanderer auf den Kopf gestellt. Aber ihr Traum vom glücklichen und entspannten Leben unter griechischer Sonne ist nicht ausgeträumt. Nur ein wenig aufgeschoben.
hoffen sie.